Oh, er ist drin! Nito, schöner Seitenwechsel auf Sosa. Flanke kommt, da steht Al-Ghadoui! Hamadi, 1-0. Ihr wisst eh schon wahrscheinlich schon seit einer Minute. Ja, ich sehe es gerade, perfekt. Ihr wisst eh schon seit 4 Minuten. Aber 1-0 Führung. Sosa auf Al-Ghadoui. Die 0 wird abgehangen und er holt gleich die 1, um zum Serran zu stecken. Sehr schön. Sehr schön. Wenn kein Sascha da ist, dann halt Sosa auf Ghadoui. Auf Al-Ghadoui. Und dann eben Sosa auf Hamadi. Top-Flanke, genau zwischen die beiden Verteidiger durch. Und Al-Ghadoui setzt den Kopf dahin. Sehr schön. Und ich habe tatsächlich den absoluten Delay des Jahrhunderts, Digga. Was ist mit Sky Go los? Hilfe. Viel Platz für Massimo über rechts. Flanke kommt. Ui! Und Sosa nimmt den Volley. In Top-Stürmer-Manier. 2-0 Borna Sosa. Da war richtig viel Platz auf rechts für Massimo. Richtig viel Platz. Und Sosa macht den Top-Stürmer-Niveau. Nimmt ihn scharf links, direkt Volley. Lange Ecke, 2-0. Quasi mit dem Halbzeitpfiff. Sehr geil. Aus dem Winkel, durch die Beine, durch vom Keeper. Flach. Stark. Krass. Clement darf sie reinbringen. Ui. Was für ein Torschrei. Was für ein Torschrei. Dinos Mavropanos, 3-0. Ich meine, ich erzähle euch wahrscheinlich allen nichts Neues. So. Das ist wahrscheinlich für alle nichts Neues hier. Aber 3-0. Mavropanos nach scharfer Ecke von Clement. Läuft sich da schön frei auf den ersten Pfosten. Vorm Keeper komplett frei. Das ist wirklich keine gute Standardverteidigung. Netzt das Ding ein, Mavropanos. Schönes Ding. 3-0. Al-Ghadoui, nochmal Dinos. Al-Ghadoui bleibt am Ball. Nochmal der Abschluss. Knapp rechts vorbei. Kein 4-0. Schade. Aber Dinos hat Bock. Ah, das ist ein übler Schnitzer. Und 4-0 von Klimovic. Sehr schön. Freut mich für den Jungen. Freut mich für den Jungen. Freut mich sehr. Geil. Das war ein übler Schnitzer von der Nummer 7 von Dynamo. Im Spielaufbau am eigenen 16er. Lässt sich den Ball abspitzeln. Wird sein Ball nicht los. Hat auch, aber auch keine direkte Anspielstation, muss man auch sagen. Klimovic spitzelt vorbei, ist dann frei durch. 4-0. Latte! Und daneben geköpft. Heilige Scheiße. Dynamo mit einer riesen Chance. Latte, dann der Ball wohl Vorlinie, also nicht drin. Und danach der Flugkopfball daneben. Die Davi, Doppelpass. Toll mit der Flanke. Oh, er ist drin! Wie geil ist das denn? Mohamed Sanko. Mohamed Sanko. Mit dem 5-0. Oh, jetzt haben wir ja mal. Holla, die Waldfee haben wir Platz. Die Davi, oben geht Stulinov mit. Jetzt sind wir bei 6 Toren. 6-0. Darko Stulinov, auch einer für Selbstbewusstsein. Das sind natürlich auch die absoluten, ne? Die Erscheinungen halt, wenn halt Dynamo volle Kanne auf ihren Ehrentreffer geht und hinten gar nichts mehr da ist. Krass. Eine sehr, sehr klare Geschichte. 0-6. Tippi-Stream zeigt ja alles an. Nicht nur die Tippi-Stream-Dinger, sondern auch die ganzen anderen Spenden. Es liegt nicht an mir, es liegt daran, dass Tippi-Stream gerade rumspastet. Ey, so eine Scheiße. Aber ab Pfiff 6-0-Sieg beim BFC Dynamo. Wir kommen sehr, sehr souverän. Obwohl sich die Gegner natürlich auch alles andere als schlecht geschlagen haben. Also es ist schon ein Ticken hoch gewesen, weil wir wirklich sehr eiskalt. Auch ein Ehrentreffer hätten sie sich bestimmt verdient gehabt, aber wir kommen sehr souverän und Bundesliga-würdig oder für einen Bundesliga-Verein gegen so einen Gegner würdig in die nächste Pokalrunde. Sehr geile Nummer.